Hallo? 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 Hallo meine Freunde und willkommen zu einem neuen Video. Heute geht's eher so ein bisschen wieder um Talk und Stuff und nicht so viel ums Gameplay. Es geht so ein bisschen um die Video-Stuff und so, was ich so machen werde demnächst. Und ich werde es wahrscheinlich aber nicht so nennen, ganz einfach. Weil ich die Leute nicht damit nerven will, irgendwie so zu, als wäre das total wichtig, was ich hier auf Webkanal mache oder was die Kanal angeht, weil es ist nicht wichtig, es ist ja eine Unterhaltung. Aber trotzdem wollte ich so ein bisschen informieren mal, denke ich. Und ich denke, das ist auch ganz gut. Und zwar geht es so ein bisschen um den Aufwand der Videos, beziehungsweise gar nicht um den Schnitt. Also der Schnitt, das ist alles gut, der Schnitt wird also bleiben. Der ist ja recht aufwendig, sage ich mal. Jemand, der das als Hobby nebenbei macht, hier YouTube. Es geht eher so um, was ich aufnehme. Und zwar habe ich in letzter Zeit so Variety versucht. Das heißt, immer ein anderes Spiel, beziehungsweise immer ein anderes Thema, immer ein anderes Spiel. Und dann eben auch mal ein paar mehr Aufnahmeversuche als ein. Und deswegen waren viele Videos sehr, sehr aufwendig. Gar nicht mehr produziert, aber halt vor der Aufnahme. Ich habe dann bei Troy habe ich 3 Aufnahmeversuche gehabt. Das klingt total komisch, ist aber so. Und ich habe mir davor auch Gedanken gemacht, was kannst du machen, und trotzdem ist es jetzt gar nicht so gut angekommen. Und es ist leider einfach so, aber als kleiner YouTuber, sag ich mal, lohnt es sich nicht, wirklich viel Aufwand in ein einzelnes Video zu stecken. Vom Schnitt ja, aber nicht von der Idee, weil es halt dann insgesamt trotzdem zu wenig Klicks bekommt, oder was ist zu wenig Klicks, aber keine Ahnung, man will so ein bisschen für seine Arbeit, ist ja eigentlich ein Hobby, aber so ein bisschen Resonanz bekommen. Und ja, dann wäre dann nur so wenig, das ist gar nicht böse gemeint, aber es ist halt sehr aufwendig, muss man einmal sagen. Naja, letztendlich bin ich dann zu dem Schluss gekommen, dass ich ab jetzt einfach wieder den Content ein bisschen verändern werde. Am Anfang war dieser ganze Minecraft-Content, dann habe ich so ein bisschen alles versucht, erst so Forza und andere Spiele halt, insgesamt so ein bisschen was Abwechslungsreiches reinzubringen. Aber ich denke, ich werde jetzt einfach erstmal anfangen, ein bisschen auf Quantität zu gehen, statt auf Qualität. Weil das ist, glaube ich, wirklich besser. Das heißt, ihr werdet jetzt wahrscheinlich öfter Videos sehen. Vielleicht mache ich es jetzt mittwochs und Samstag 15 Uhr, das kann ich nicht garantieren. Aber wahrscheinlich werde ich jetzt einfach an einem Tag das Video aufnehmen und am gleichen Tag das Video schneiden und hochladen. Wenn ich dann insgesamt nur so kurze Videos mache, ist das auch vollkommen möglich. Aber wenn ich jetzt halt sowas wie Troy, das ist dann halt, ja, vor allem wenn ich jetzt auf wieder Schule habe, halt ein bisschen schwer. Das Ganze so, keine Ahnung, an einem Tag zu machen. Das heißt, das übersetzt, es werden öfter Videos kommen, aber die werden halt nicht mehr so hochqualitativ, würde ich sagen, weil es wird immer noch viel Arbeit reingesteckt. Aber es wird halt wahrscheinlich eher fast nur noch Minecraft sein und hin und wieder ein paar andere Spiele, aber ebenso wie ich es schaffe. Weil es ist halt schon so, ich habe jetzt noch Ferien, also wenn ich das aufnehme, ich denke mal, ich lade es auch schon Mittwoch hoch, das ist dann wahrscheinlich mein letzter Ferientag, also ich habe recht spät Ferien gehabt und deswegen habe ich immer noch Ferien, die sich wundern. Ja, aber ich werde einfach ein bisschen mehr auf Quantität gehen. Mal gucken, wie das ist. Ich muss noch ein bisschen rumprobieren, wie das Ganze geht. Und ja, es ist halt für mich auch ein bisschen stressig, dann jedes Mal so ein neues Spiel rauszusuchen, die Steam-Bibliothek zu durchwühlen und zu gucken, auch was gibt es noch für ein interessantes Spiel, wie können die das noch interessanter machen. Ich werde es einfach, mein neues Aufnahmemotto wird einfach sein, ja, was dir am meisten Spaß macht, weil ich will jetzt noch nicht so eine, keine Ahnung, das ist halt nicht mehr zum Hobby, sondern eben, keine Ahnung, fast schon zur Arbeit wird. Da habe ich auch keine Lust drauf. Ich habe tonnenweise Eisen, warum nutze ich das nicht? So, das war jetzt sehr lange Rede-Dings. Ich habe irgendwie gar nicht mehr Luft geholt. Habe ich Eisenrüstung? Ja, habe ich. Nee. Und ich bin mal gespannt, was mir so einfällt, aber ich werde mir einfach nicht mehr 2 Tage vorher Gedanken machen, was denn das Thema der Aufnahme sein wird und so weiter und so fort und welches Spiel ich nehmen könnte. Ich werde einfach ja, so ein bisschen improvisieren, ein bisschen spontaner das Ganze machen und einfach mit ein bisschen weniger Aufwand eben vor allem den Aufwand reduzieren, der vor der Aufnahme entsteht. Ja, nachdenken kann ich nicht, ganz schwer. Ja, ich hoffe, das ist okay für euch. Falls ihr jetzt denkt, ach nee, der bringt jetzt nur so uncutted shit oder wenn ihr darauf freut oder wie auch immer, guckt euch einfach mal das nächste und übernächste Video an. Ich habe noch ein Video im Petto, das schon so vorproduziert ist, das heißt, das wird wahrscheinlich aus der Reihe schlagen. Ich weiß dann nicht, ob ich das jetzt erst hochlade oder dieses hier, was ich jetzt gerade aufnehme, was ihr jetzt gerade seht, ob das vor dem oder wie auch immer. Es kann auch sein, dass ich mal irgendwann wieder Lust habe, einfach mal wirklich ein qualitatives Video zu machen. Oder das klingt so scheiße, aber ihr wisst, was ich meine. Dass ich einfach mal wirklich mit so kleiner Story und so, aber
ich kann das halt nicht dauerhaft machen und das ist das Hauptproblem. Und das klingt jetzt wahrscheinlich für viele, die mich persönlich kennen, auch ganz komisch, aber ich bin so eine, bei diesen Videos bin ich wirklich ein Perfektionist. Wenn da irgendwas in einer Aufnahme stimmt, dann reiße ich mir so vor den Kopf da selber ab und denke mir so, nee, das nimmst du jetzt doch mal auf. Und das klingt vielleicht ein bisschen komisch, mache ich aber so. Diese Aufnahme, diese. Ich habe das schon zweimal vorher versucht. Das klingt total, ne? Ich will davon einfach wegkommen. Ich möchte es ganz entspannter gestalten. Ich möchte da nicht mehr so viel Druck machen von wegen, die müssen gut werden, die YouTube-Videos. Erstens, weil es halt wirklich einfach Druck ist. Und zweitens, weil es jetzt sowieso nicht so ist, dass es jetzt 3 Millionen Leute sehen, eingeschlossen von Bekannten und Verwandten, die dann alle sofort ein kritisches Bild von mir haben, wenn dann mal was nicht Gutes kommt. Das möchte ich einfach schöner clean. Das möchte ich einfach nochmal unterstreichen. Ja, ich habe wirklich für diese Aufnahme halt wirklich jetzt legit, glaube ich, 3 Versuche, 3 Runden. 3 Runden, in 2 Runden bin ich schon drin gewesen, habe aber direkt wieder verlassen, weil ich mich verhaspelt habe. Das sah ich einfach ganz offen. Wahrscheinlich schneide ich es einfach raus. Nee, aber ich finde, das muss mal gesagt werden. Und ich finde es ganz wichtig, dass ich das gesagt habe jetzt gerade, weil, ja, ich will davon wegkommen, unbedingt. Weil es ist halt mein Hobby und ich muss damit zufrieden sein und ihr zwar auch, aber vor allem möchte ich, dass es mein Hobby bleibt. Und ja, aber ich werde jetzt einfach mal so ein paar entspannt, einfach mal so eine Runde Bad Wars mit so einem kleinen Hinterthema. Ich glaube, das wird das so sein, was ich demnächst machen werde. Und es werden auch noch, ich kann es nicht oft, also ich wiederhole, ich drehe mich in der Schleife, ich weiß, aber trotzdem, es wird auch nicht nur irgendwelche Runden Bad Wars, es wird auch mal ein anderes Spiel kommen und ja. Aber nicht nur noch dieser hochqualitative Shit, sondern auch mal so ein bisschen was, ja, keine Ahnung, was ich, wenn ich einen Zweitkanal hätte, da hochladen würde. Aber das lohnt sich einfach nicht. Trotzdem würde ich euch bitten, einfach euch mal das nächste Video anzugucken, euch eine eigene Meinung zu bilden, weil das wird werden auf keinen Fall schlechte oder, keine Ahnung, Kackvideos, zumindest aus meiner Sicht nicht. Ich habe dann immer noch viel müde, genau, ich bin total müde. Nice. Ich werde mir immer noch total viel Mühe geben bei dem Ganzen. Ich werde da viel Arbeit reinstecken immer noch. Aber ja, also werden immer noch guckenswert sein, sag ich mal so. Aber ja, keine Ahnung. GG2. Ja. So, ich glaube, jetzt haben wir das Ganze auch genug gedreht. Ich glaube, ich habe meine Situation verstanden. Muss ich mal gucken, dass ich nicht runterfalle. Die Frage ist, ob das ironisch gemeint hat. Nee. Wo ist der Typi denn jetzt? Maybe. Wir machen ihn mal ein bisschen nervös. Denkt er wirklich, ich wäre voll allem? Ich habe nicht mal Schaden. Ich hab diese Runde einfach. Ich bin vollkommen planlos. Ich hab. Fuck. Wo ist er? Da ist er. Ach komm. GG, Bro. Also Real Talk, einfach GG. Einfach. No. Du bist nicht bad, du bist gut. You are so good.